Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Green Hero. Heute habe ich mal wieder eine Anleitung für euch für einen ganz, ganz einfachen Hundetrick, den ihr mit zwei Hunden machen könnt. Das heißt, entweder ihr habt schon zwei Hunde, dann könnt ihr das mit den beiden einfach üben. Oder wenn euer Hund einen besten Hundefreund oder eine beste Hundefreundin hat, dann könnt ihr das auch gerne mit denen dann zusammen üben auf den Spaziergängen oder so. Es ist ein super cooler Trick, der total süß aussieht auf Fotos und sowas. Der Trick heißt Freunde. Das heißt, dass sich der eine Hund mit den Pfoten auf den anderen Hund quasi raufstellt. Also nur so mit den Vorderpfoten. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie das Ganze auszusehen hat und zeige euch das auch mal kurz live. Leo, komm mal her. Komm mal hier hin. So. Hier, warte. Warte. Dobby. Dobby, Freunde. Komm her. So, warte. Freunde. So. So soll das aussehen. Ist ein bisschen schwierig, weil im Normalfall stehe ich vor den beiden. Das ist nur dann immer blöd zu filmen. Deswegen jetzt so. Normalerweise gucken sie dann beide nach vorne zu mir. Und das sieht einfach super, super süß aus. Und wie ihr sehen könnt, die halten es auch schon mega lange. Und Leo hat überhaupt kein Problem damit, dass da Dobby auf seinem Rücken steht. Aber bevor wir zu diesem Schritt kommen, müsst ihr eurem Hund am liebsten erstmal den Trick hoch beibringen. Das bedeutet, dass der Hund die Pfoten einfach irgendwo raufstellt. Egal, ob das nur ein Stuhl ist oder ein Tisch oder Sofa oder was auch immer. Sucht euch da irgendwas aus zum Üben erstmal. Es hilft, wenn der Gegenstand ein bisschen größer ist, sodass der Hund da nicht direkt raufhüpfen könnte, weil ihr müsst den Hund nicht mit dem Leckerli da ranführen. Und wenn der dann einfach raufhüpft, dann ist das natürlich nicht der Trick, den ihr haben wollt. Ich zeige euch das mal, wie wir es aufgebaut haben. Und zwar ist das hier mein wunderschöner Sofatisch. Dobby, komm mal hier rum. Und komm mal hier vorbei. So. Und jetzt habe ich ein Leckerli in der Hand und halte es einfach hier hoch. Und dann wird euer Hund natürlich versuchen, an dieses Leckerli ranzukommen und die Pfoten eben auf den Gegenstand draufstellen. Und ja, Dobby ist natürlich schon hier voll Profi, er weiß genau, was ich von ihm will. Und dabei haben wir dann nämlich das Kommando hoch eingeführt und sind dann immer weiter mit der Höhe so runtergegangen. Also haben dann mal doch nur das Sofa genommen oder was Kleineres, bis er es eben verstanden hat, dass das für alle Gegenstände gilt, dieses Hochkommando. Leo kann es auch schon ein bisschen. Leo, hoch, hoch. Na, Leo macht es noch nicht ganz. Leo, komm, Dobby, geh mal weg. Leo, komm hoch, komm hoch. Och, ja, feine Maus. Mit Leo üben wir gerade noch. Der kann ja noch nicht so viele Tricks wie Dobby. Und da Dobby eben dieses Kommando hoch schon vorher kannte, bevor Leo zu uns kam, war das ein leichtes, ihm das auch mit Leo beizubringen. Wir haben nämlich angefangen, indem wir dieses Hochkommando einfach für Leo verwendet haben. Also einfach dabei auf Leo gezeigt haben, bis er dann irgendwann wirklich auf Leos Rücken gestiegen ist. Dobby, da könnt ihr dann einfach erstmal... Ganz wichtig, zwei Leckerlis in die Hand und ein Leckerli vor den Hund halten, der stillhalten soll. Weil sonst springen die Hunde weg oder laufen weg. Also schön festhalten, ihn nicht ranlassen und den anderen Hund mit der anderen Hand eben da hochführen und dabei das Kommando hoch sagen am besten. Und wenn das dann läuft, Dobby, warte, Dobby, 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 Freunde. Und wenn das dann läuft, dann könnt ihr das Kommando Freunde dazu einführen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig jetzt aus meiner Position hier. Ich zeige euch das nochmal, wie es eigentlich aussehen soll, wenn ich vor den beiden stehe. Freunde, Freunde. Und ihr seht, ich zeige auch immer auf Leo dabei. Und dann funktioniert das einwandfrei. Fein macht ihr das. Super. Hier, klasse. Und das ist halt auch... Wenn die Hunde es länger halten können, ein super toller Trick für Fotos, um ganz, ganz süße Aufnahmen von den Hunden hinzukriegen. Ja, ich hoffe, ihr trainiert das jetzt alle fleißig. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn es bei euch auch geklappt hat. Und lasst mir gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch mehr Tricks hier sehen wollt. Und dann hoffe ich, dass ihr den Kanal alle schon abonniert habt. Wenn nicht, dann bitte macht es jetzt. Und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Ciao, bis zum nächsten Mal.